Okay, Leute, viele von euch wollten wissen, was ich hier auf meinen Kleiderstangen so hängen habe, beziehungsweise was ich in meinem Kleiderschrank drin habe. Und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen und zeige euch natürlich, was ich hier so habe. Jetzt habe ich fünfmal habe gesagt. Aufgepasst, das ist natürlich nicht der ganze Stuff, den ich habe, denn vieles davon ist vielleicht in der Wäsche, Freunde geklaut, im Auto, whatever. Aber ich denke mal, so 80% sollte jetzt hier anwesend sein. Über die Sneaker verliere ich selbstverständlich kein Wort, denn das hebe ich mir für die irgendwann mal 100.000 auf. Wenn wir das hier oder auf dem Hauptkanal erreichen, dann habe ich gesagt, dann zeige ich euch meine gesamte Sneaker-Sammlung. Aber bis dahin müsst ihr euch gedulden und euch hiermit zufrieden geben. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal an, was da in der Ecke ist. Hier befinden wir uns in meiner Jacken-Session. Das bedeutet alles, was mit Winterjacken oder irgendwie anderen Jacken zu tun hat. Beispielsweise Mäntel, Lederjacken, finden wir hier auf dieser Kommode bzw. Mini-Kleiderständer. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal hinten an und gucken uns an, was wir hier so haben. Das ist einmal eine Vintage-Lederjacke, die ich von ASOS Marketplace habe. Ich glaube, dafür habe ich so um die 50 bis 60 Euro gezahlt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Nächste Lederjacke ist eine von Bodaskins in diesem braunen Ton. Ziehe ich mittlerweile gar nicht mehr, eigentlich gar nicht mehr an. Aber ja, ist halt ganz cool, mal was für den Herbst. Mal ein bisschen was anderes als schwarz. Aber ich glaube, jetzt im Endeffekt hätte ich sie mir lieber doch in schwarz holen sollen. Aber es ist auf jeden Fall eine stabile Lederjacke, die ich nicht in meinem Kleiderschrank missen möchte. Dann hätten wir einmal noch eine weitere Lederjacke. Dieses Mal kein Echtleder, sondern Kunstleder von Zara. Kostet so um die 80 bis 100 Euro. In diesem typischen Biker-Look. Hier dann noch eine graue Lederjacke von Bershka, die mir mittlerweile gar nicht mehr passt. Ich weiß gar nicht, warum das Ding hier noch hängt. Und dieses gute Stück passt mir leider auch nicht mehr. War ultra lange meine Lieblingslederjacke. Wieder von Zara, dieses Mal echt Leder. Mir gefällt die optisch immer noch sehr, sehr gut. Aber ja, wie gesagt, ist halt Größe M und Größe M passt mir nicht mehr. Massephase, ihr wisst Bescheid. Aber dieses Stück, ohne Witz. Und ich glaube, ich habe die schon seitdem ich, keine Ahnung, 18 bin oder so. Ich bin ja 48. Auf jeden Fall dann schon 30 Jahre. Und das ist auf jeden Fall ein Stück, was ich nicht hergeben werde. Dann hier noch eine College-Jacke von Chasen. Und ja, die Lederärmel, weiß ich nicht, ob die mittlerweile nicht schon aus dem Trend sind. Von der Qualität her auf jeden Fall stabil. Kommen wir zu dieser Bomberjacke. Das ist eine für 40 Euro oder so von eBay. Und die ist einfach ganz, ganz schlicht. Schwarz gehalten. Ist halt wirklich etwas dicker, also gefüttert. Und hält auch im Winter relativ gut warm. Ist einfach eine gute Option, mit einem Hoodie zu kombinieren. Die anderen Bomberjacken, die ich habe, sind dort hinten. Kommen wir nun zu den Mänteln. Hier haben wir einen komplett schwarzen. Habe ich auch schon ultra lange. Ziehe ich an, wenn ich beispielsweise ein bisschen schicker durch die Gegend laufe mit einem Hemd. Auch mit einem Rollkragen. Kommen schwarze Mäntel, wirklich ultra cool. Hier haben wir dann einen in so einem Braunton. Den hatte ich irgendwie noch nie so häufig an. Einfach weil mir dieser Braunton ein bisschen zu dunkel ist. Aber auch hier, wie schon bei der Bodaskins Jacke, ist einfach nice to have. Und wenn man gerade Lust auf dieses Piece hat, dann kann man einfach drauf zurückgreifen. Boah, was? Weil meine Softbox ist kaputt. Machen wir einfach von der Seite weiter. Und da hätten wir jetzt noch so ein paar Jacken. So Sweatshirt-Jacken. Hier eine mit dieser Militäroptik. Das sind Sachen, die ich mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht mehr anziehe. Genauso wie hier diese Strickjacke. Ich lasse sie dann einfach hier hängen. Und wie gesagt, vielleicht irgendwann ziehe ich die dann doch wieder an. Hier hätten wir eine, was ist das? Sherpa-Jacke. Ich glaube, jetzt gerade für den Winter kann man die auf jeden Fall mal anziehen. Und jetzt kommen wir auch dann wirklich zu den eigentlichen Winterjacken. Hier hätten wir einmal den Parker in so einem Weinrot, dunkelrot bzw. ja, lila Ton. Ganz typisch hier mit dieser Kapuze. Hier kommen dann jetzt so meine, meine Favorites, sage ich mal. Diese Daunenjacke von Fila. Ich feiere die übertriebenst. Habe ich mir Anfang des Jahres gekauft. Vintage für, glaube ich, 40 Euro oder so. Und dafür auf jeden Fall brutale Jacke. Hier hätten wir dann wieder eine von diesen 40 Euro Bomberjacken. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr das sehen? Ja, hier sind so Löcher drin. Einfach aus dem Grunde, dass ich mit dieser Jacke einen Motorradunfall hatte. Nichts Wildes.
Aber ja, seitdem kann ich die halt leider nicht mehr anziehen. Aber ich hatte die Idee, die mir so ein bisschen aufzupimpen. Das ist dieser 032C Aufdruck. Und ich glaube, wenn ich hier noch ein bisschen weiter dran arbeite, mit so ein paar anderen Patches, könnte das eine coole Jacke werden. Dann eine Jacke, die ich diesen Winter auf jeden Fall öfters anziehen werde. Meine Shirling-Jacke, die ich mir in London gekauft habe. Das ist auf jeden Fall eins meiner Favorite-Jacken derzeit. Genauso wie dieses Ding hier von Ruff. Übertriebenster Baumfäller-Look. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Und als letztes Piece hätten wir hier noch einen weiteren Parka von River Island mit diesem Inner Lining hier. Ist natürlich kein echt Pelz. Und ich würde vorschlagen, wir machen da weiter. Das ist vermutlich die Kleiderstange, die viele von euch kennen werden. Und ohne viel Zeit zu verlieren, fangen wir direkt an. Hier haben wir eine Souvenirjacke von NDG, die ich, by the way, noch nie anhatte. Doch einmal! Einmal hatte ich sie an. Auf der StreetStyleCon hier in Dortmund, da hatte ich die einmal an. Ansonsten war das mehr oder weniger ein Fehlkauf. Dann meine Gucci Jeansjacke, die ich im Outlet gekauft habe. Das ist wirklich mit der Shirlingjacke, die ich aus London habe, mit momentan einer meiner Favorite-Jacken. Dann einmal hier so einen Raincoat von Zara, der extrem, extrem lang ist, mit so orangenen Akzenten. Ich glaube, wenn es jetzt öfters mal regnen wird, ist das eine gute Wahl. Genauso wie diese Regenjacke hier von Reebok, wo auf dem rechten Ärmel einmal komplett Reebok draufsteht. Ich kann euch versuchen, mal gerne ein paar Links unten in die Beschreibung zu packen zu ein paar ausgewählten Kleidungsstücken, die ich euch hier zeige. Vielleicht nicht eins zu eins dasselbe, aber ja, ein paar Alternativen. Vielleicht hilft es euch ja. Dann kommen wir weiter zu einer schwarzen Bomberjacke, komplett all black gehalten. Dann meine Jeansjacken. Die hier ist jetzt von Mustang. Habe ich mir auch Vintage geholt für so um die 50 Euro. Das war zu viel des Guten. Wieder eine schwarze Jeansjacke. Diese hier ist von Minimal mit silbernen Akzenten. Dann noch eine Jeansjacke in so einem Bleached-Look von Levi's. War, glaube ich, meine erste Jeansjacke von denen, die ich euch gezeigt habe, die ich mir gekauft habe. Muss aber auf jeden Fall mal in die Reinigung gebracht werden. Dann noch eine Bomberjacke von Bershka in so einem Türkis. Einen Half-Zip-Hoodie. Der ist auf jeden Fall sehr lit. Den habe ich auch erst seit kurzem. Und den gibt es auch in mega, mega vielen Farben. Schwarz, Camouflage, was euer Herz da begehrt. Und das war's eigentlich mit den Jacken. Nein, hier oben habe ich noch eine. Das ist meine Haider Bomberjacke und meine Magella. Wie gesagt, ein paar Sachen davon sind leider nicht am Start. Die ist, glaube ich, im Auto oder so. Und dann kommen wir auch schon hier zu den Oberteilen. Das ist hier einmal ein Hoodie von 51%, den mir der Moray geschenkt hat. Das ist ein Hoodie von Supreme, den ich mir erst vor kurzem gekauft habe, mit so einem kleinen Box-Logo links auf der Brust. Dann ein Half-Zip-Hoodie in komplett schwarz. Ein Zip-Hoodie in grau. Boah, Leute, wisst gar nicht. Ich zeige euch das gleich mal. Machen wir weiter hier mit diesem Fila-Pullover. Dann ein Merch-Piece von Drakes Konzert, wo ich auch war in Köln. War das in Köln? Weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall auch ein Vlog diesbezüglich online gekommen. Nee, das war in Oberhausen. Osnabrück. Nein, Oberhausen. Jetzt, ja, Oberhausen. Dann, das ist ein Piece, was viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr kennen werden. Ich zeige euch nur diesen Aufdruck und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch weiß, was das ist und was es dann letztendlich auch ist. Das ist auf jeden Fall ein Piece, was ich ebenfalls nie hergeben werde. Dann ein Pullover in Braun von Ruff. Ein von Bershka in diesem Yeezy-Look. Auf jeden Fall da eine gute Alternative, die ich damals mir zugelegt habe. Hier dann nochmal so einen Pullover mit vorne Pockets dran. Mein grünen Champion Pullover. Ich habe den gerade hier in schwarz an. Den grünen ziehe ich mittlerweile gar nicht mehr so häufig an. Da haben wir hier zu guter Letzt noch diesen Pullover, ebenfalls von Ruff in diesem Grauton. Und hier geht es dann so ein bisschen weiter mit den Hemden. Wieder eins von Ruff, ein Flanellhemd. Das ist mein Favorite Piece, ich glaube, all time von Ruff, was sie bis jetzt rausgebracht haben. Das ist crazy, leider ausverkauft. Dann sowas Ähnliches in schwarz-weiß, was ich ebenfalls aus London habe. Dann kommen wir auch schon zu meinen Hemden. Hier sind ein paar davon.
Hier ist eins, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Mit so einer Hawaii-Optik in XL habe ich mir bei Zalando gekauft. Dann einfach ein ganz normales weißes Hemd, was ich einfach beispielsweise unter einem Pullover anziehen kann, wo dann einfach nur der Kragen rauskommt. Das sind Hemden, die ich nicht zu Anzügen anhabe, denn ihr wisst wahrscheinlich, dass ich Patrick Spector bin. Deswegen halt sehr, sehr oft auch in Anzügen rumlaufen muss. Und wenn ich das dann tue, dann habe ich hier, ja, das ist so ein typisches Hemd, was ich dann zu einem Anzug anziehe. Das ist eins jetzt von Hugo Boss. Und ganz wichtig sind halt hier, ja, diese Manschettenknopf, was ist das? Manschettenknopf-Ausgänge? Manschettenknopfärmel. Ich persönlich mag es auf jeden Fall, Hemden zu tragen, wenn man die zu Anzügen trägt. Wenn die Manschetten haben und ich trage eigentlich nur Hemden mit Haifischkragen und die Slimfit sind. Aber Leute, das ist nochmal eine komplett andere Welt. Falls ihr diesbezüglich auch nochmal ein paar mehr Informationen haben wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und hier hätten wir dann einen meiner Anzüge. Der ist jetzt in dunkelblau. Ich glaube, das ist ein ganz normaler von Zara. Wer gute Anzüge sucht, mit einem guten Look, die vernünftig geschnitten sind und nicht mega viel Geld ausgeben möchte, da empfehle ich euch auf jeden Fall Zara. Die haben richtig gute Anzüge für einen stabilen Preis. Dann machen wir einfach hier an dieser Stelle weiter. Und ich sehe gerade, bevor wir das machen, ich muss meine Akku wechseln. Wartet einen Augenblick. Schon besser. Wir machen weiter mit dieser Kleiderstange hier. Und hier fangen schon langsam die Hosen an. Aber ich würde vorschlagen, wir gucken uns erst die T-Shirts an. Als erstes eins von Kaelum. Eins mit einer Blume drauf. Dann mein Yang Lee T-Shirt mit dieser wunderschönen Zeichnung vorne drauf. Hier dasselbe von Kaelum, nur in einer anderen Farbe. Hinten ist übrigens ein richtig cooler Print. Nee, das ist kein Print, das ist eine Bestickung drauf. Dann mein Guess T-Shirt in der Zusammenarbeit mit A$AP Rocky. Mein Balenciaga Presidential T-Shirt in Navy Blue. Boah, was? Und die letzten T-Shirts, die ich hier auf dieser Stange hängen habe, ist einmal dieses Band-T-Shirt in diesem übertrieben krass gebleachten Style. Optik kann man auf jeden Fall richtig gut zu meinen Air Max 97er Pony her kombinieren. Dann eins von D-by-D, eins von Supreme, was viele von euch nicht mögen. Und hier fällt mir wieder alles auseinander. Naja, ich heb's gleich auf. Das ist meine Alexander Wang Tee, was im Übrigen kein V-Ausschnitt hat. Das ist ein Rundhalsausschnitt. Und was hier gerade hingefallen ist, ist mein Gosha T-Shirt, was ich mir damals sogar im Resale gekauft habe. Ich glaube, die Dinge haben 60 Euro gekostet und ich habe letztendlich 95 oder so bezahlt. Also geht noch. Und dafür, dass ich das relativ häufig anhabe, war es auf jeden Fall die Investition wert. Hier auf der rechten Seite haben wir dann noch mehr Stuff, ja. Also ich zeige euch nur noch mal kurz meine ganzen T-Shirts, die ich hier noch hängen habe. Wir gehen das kurz durch im Schnelldurchlauf. Das ist einmal ein Polohemd von Ralph Lauren. Dann Broken Dreams Club T-Shirt von Ruff. Einmal in weiß und in schwarz. 023C T-Shirt, Champion T-Shirt in schwarz mit weißen Akzenten. Hier ist übrigens mein Gucci T-Shirt, was auf jeden Fall mal in die Wäsche gebracht werden muss. Darunter, was ist das denn? Justin Bieber Merch T-Shirt, okay. Keine Ahnung, was das hier zu suchen hat. Und dann halt noch lauter so Basic T-Shirts. Ein schwarzes, ein weißes, ein Calvin Klein T-Shirt noch. Ein Lacoste T-Shirt in schwarz. Gucken wir dann hier weiter. Hätten wir dann einmal mein Acne Pullover in Grau, darunter dann einen weißen Hoodie, der optimal mit diesem gelben Yeezy Season 3 Hoodie passt. Und ich glaube, das letzte, was hier jetzt so relevant ist, ist einmal hier das hier. Da hätten wir einmal meine Kappa X Gosha Pullover in Rot mit diesem ultra großen Logo drauf. Dann einmal ein Pullover noch von COS mit einer Tasche hier vorne links auf der Brust. Und viele von euch werden ihn kennen, meine Balenciaga Om Pullover, den ich schon länger nicht mehr anhatte. Ich glaube, den muss ich auf jeden Fall morgen wieder anziehen. Ja, hier unten sind jetzt noch so ein paar Basic Hoodies und so, aber irrelevant, sage ich jetzt einfach mal. Und dann kommen wir auch schon zu meinen Hosen. Ich habe viele Hosen, deswegen gehen wir die jetzt auch noch mal kurz durch. Wir fangen hier oben an. Das ist eine Hose, die ich mir auch erst vor kurzem gekauft habe. In diesem wunderschönen Karo-Muster gefällt mir sehr, sehr gut. Das einzige Problem hierbei ist, dass das Schuhwolle ist, beziehungsweise Wolle. Und dass es ja relativ unangenehm ist beim Anziehen, beim Tragen. Dann einmal hier eine schwarze Hose von Bershka, die ich für 6 Euro im Sale gekauft habe, aber dafür, glaube ich, erst einmal anhatte. Hier eine kurze Hose, das ist doch mal ein spannendes Piece.
Das ist eine kurze Hose, die richtig cool geschnitten ist. Meiner Meinung nach sieht die einfach aus wie eine von Rick Owens. Ist es aber nicht. Hat mich, glaube ich, nur 70 Euro oder so gekostet. War allerdings auch im Sale von einer Marke, die für mich unaussprechlich bleibt. Ich probiere es trotzdem. Bohemien. Sorry für diese katastrophale Aussprache, aber ich hatte nie Französisch und werde vermutlich auch nie Französisch können. Hier einmal eine schwarze Anzugshose mit einem weißen Streifen von Zara. Die habe ich im Übrigen zweimal. Irgendwo muss die nochmal hängen. Ach, hier ist das gute Stück einfach doppelt gekauft. Das lag daran, dass eine davon mal kaputt war. Und dann habe ich mir die nochmal gekauft. Dann habe ich die beim Schneider reparieren lassen und jetzt habe ich zwei davon. Passiert, Leute, passiert. Das hier ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingshosen momentan. Eine von H&M, die ultra breit geschnitten ist. Gefällt mir ultra gut. Ich glaube, die hat damals 35 bzw. 40 Euro gekostet. Die hätte ich mir mal lieber zweimal kaufen sollen, weil die ist ultra sick. Das ist einfach eine ganz normale Chinohose von Zara. Die kosten so um die 20 Euro. Mega alltagstauglich, kann ich euch diese richtig gut empfehlen. Und hier hätten wir jetzt eine... Leute, ihr wisst gar nicht, wie das hier gerade aussieht, ne? Hier hätten wir einmal dasselbe Spiel, was wir gerade bei der kurzen hatten, nur in lang, wieder in diesem Rick Owens Style. Wieder von der Marke, die ich nie in meinem Leben aussprechen werden kann. Und ich glaube, die hat auch so was um die 60 bis 80 Euro gekostet, war allerdings auch wieder im Sale. Und mit der kann man einfach diesen typischen Rick Owens Style kreieren. Dann eine gestreifte Anzugshose in blau. Rot-Weiß, die ich gerne mal zu meinem Balenciaga-T-Shirt anziehe. Das Presidential, was wir gerade gesehen hatten. Dann eine schwarze Jeans, einfach eine ganz normale schwarze Jeans mit zwei Rips jeweils an den Knien. Also eins rechts, eins links. Kann man gut mal im Winter anziehen. Ja, okay, Winter mit Rips. Selbes Spiel hier, wieder eine schwarze Jeans, dieses Mal von H&M. Hier sind die Rips so abgedeckt mit Jeansstoff darunter. Da ist die wahrscheinlich schon eher geeignet für den Winter als die vorherige. Das ist hier eine schwarze Cargo Pants, ebenfalls von H&M. Ganz, ganz normal, mit zwei Taschen an den Seiten. Hier eine Hose, die mir momentan auch wieder sehr, sehr gut gefällt. Das ist die Kollabo zwischen G-Star und Pharrell. In dieser gestreiften Optik, schwarz-weiß, kommt gerade mit Boots richtig sick. Dann eine Dickies-Hose, die ich gerade mit meinem Balenciaga Triple S sehr, sehr gerne kombiniere. Musste ich natürlich zum Schneider bringen, wie ich glaube fast jede Hose, die wir gerade gesehen haben. Genauso wie diese Hose hier. Das ist wieder eine von H&M in Grau. Hier selbes Problem wie gerade bei der karierten. Das Material ist mal wieder Wolle. Das bedeutet, es kratzt so ein bisschen an den Beinen. Aber hier auf jeden Fall wesentlich erträglicher als bei der anderen. Hier eine graue Anzugshose von Zara. Habe ich mir auch erst seit kurzem gekauft. War auch schon beim Schneider. Und ziehe ich gerne mit meinem Nike 97er Silver Bullets an. Ich glaube, keiner von euch wird sich dieses Video zu Ende angucken, oder? Aber wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Das ist meine Dries van Nauten, Dries van Noten rosa Jeans, die ich mir damals im Sample Sale in Antwerpen gekauft habe. Viele von euch ja, werden diese Farbe nicht feiern. Ist auch nicht was, was man jeden Tag anziehen kann. Aber ab und zu, wenn man mal ein bisschen auffallen will, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option. Das hier ist eine Vintage Jeans von YSL, also Yves Saint Laurent, die ultra baggy geschnitten ist. Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Gerade wenn man hier den Saum so ein bisschen hochkrempelt und dazu Vans Old School. Für mich eine richtig geile Kombination. Und dann kommen wir auch jetzt zu den letzten Hosen. Das sind dann mehr so wieder Ripped Jeans. Hier hätten wir eine von Minimal. Ja, in dieser typischen Optik halt. Zwei große Löcher an den Knien mit Zeitzippern unten. Ich glaube, dieses Jeans von uns hat jeder schon mal irgendwie gesehen. Hier sowas ähnliches. Dieses Mal in einem Blauton und halt ohne Zipper, aber wieder mit den beiden Löchern an den Knien. Wieder dasselbe, wieder eine andere Waschung. Diese hier ist jetzt von Favela. Ultra große Löchern an den Knien. Kann man auf jeden Fall gut mit den Crab Boots aus der Yeezy Season 2 kombinieren. Und hier haben wir dann noch drei arme Hosen. Ich glaube, ich auch Ewigkeit nicht mehr angezogen habe. Und ich falle hier gerade fast um. Hier wieder eine mit Löchern an den Knien. Die müsste von Bershka sein. Eine Cargo Pants. Dieses Mal in Khaki. Und zu guter Letzt eine Rip Jeans in Weiß. Ohne Witz, die ist sogar ganz sick. Aber Weiß ist halt eine schwierige Jeansfarbe. Beziehungsweise generell Farbe für Hosen. Aber ich finde die vom Ding her
gar nicht mal schlecht. Und muss ich auf jeden Fall mal anziehen, Leute. Ich gucke mich jetzt einmal noch kurz um. Hier sind noch so zwei Hemden, die ich allerdings auch nicht mehr so oft anziehe. Ich könnte euch natürlich jetzt auch noch meine ganzen Sportsachen und meine Gürtel, meine Socken, meine Caps zeigen. Aber ich glaube, wir machen erstmal hier Schluss. Und falls ihr noch mal einen zweiten Teil sehen wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare Hashtag zweiter Teil. Dann machen wir da noch mal meine ganzen Jogginghosen, meine Caps und vielleicht die Sachen, die ja jetzt halt nicht dabei waren. Aber ich zeige euch jetzt mal das, was wir gerade angerichtet haben. Und dann könnt ihr vielleicht nachvollziehen, warum ich jetzt hier an dieser Stelle anfangen muss, sauber zu machen. Was zur Hölle ist das? Leute, was haben wir angestellt? Was zur Hölle haben wir angestellt? Oh mein Gott. Gott, das ist nicht ernst gemeint, oder? Ich glaube, ihr seht selbst, dass ich jetzt langsam mal anfangen muss, hier wieder Ordnung reinzuschaffen. Und wie gesagt, falls ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann Hashtag zweiter Teil. Was hatten wir? Hashtag zweiter Teil? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ihr wisst, was ihr in die Kommentare schreiben müsst. Und ich darf jetzt hier aufräumen. Toll.